Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir noch weiterhin die obere Ebene hier vom Tentel erkundet, aber ich will in diesem Part jetzt dann auch wirklich mal gerne da ganz nach unten gehen. Aber zuvor noch eine andere Sache, und zwar will ich noch hier entlang rutschen und diese Säule da hinten noch erkunden. Da waren wir beim letzten Mal auch schon ganz kurz, aber wirklich nur kurz, weil dann irgendein Level 90 Gegner oder sowas kam, der mich dann instant gekillt hat mit einem Angriff. Ich habe den gar nicht gesehen, wo der herkam. Jetzt muss ich mal ein bisschen besser aufpassen. Mir ist runtergefallen, okay. Da habe ich nämlich die Truhe geöffnet und dann kam der einfach so aus dem Nichts. Vielleicht war das auch einfach nur einer, der hier allgemein einfach rumfliegt. Oder so. Bei allen Säulen. Vielleicht nicht speziell bei dieser. Keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier noch ein bisschen mehr machen. Hier ist ein Aufwind. Da muss ich auch wieder viel hin und her wechseln. Ah, der da hinten ist es, glaube ich, oder? Da kommt er wieder. Ja, der war's. Okay, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, aber ich krieg das schon. Nee. Bitte sieh mich nicht hier. Ach, scheiße. Mann, ist das nervig. Ja, okay, dann muss ich dann mir irgendwas einfallen lassen. Ja. 16.000 Schaden, fair. So, jetzt schnell, bevor der wiederkommt. So. Mhm. Und damit kommen wir hier nach oben. Okay. Also auf der Karte sieht die Insel sogar relativ klein aus, aber die ist doch relativ groß, weil man hier sowohl nach oben als auch nach unten ziemlich weit entlang gehen kann. Und man da einiges finden kann. Okay. Kann ich da entlang laufen? Ist hier nichts? Oder übersehe ich wieder irgendwas? Könnte ich da noch hinspringen? Ja, aber ich glaube, das soll man aber nicht hinspringen hier. Das sieht nicht so aus. Ist ja nicht einfach irgendwo eine Leiter oder so? Ja, was war denn jetzt wieder der Sinn, davon hier hochzukommen? Ja, man kann nicht da... Kann man da nicht klettern? Nee, es sieht doch voll kletterbar aus. Damit ich dann da nach oben kommen kann. Ich muss doch hier noch irgendwie weiter nach oben kommen, oder? Der wird ja nicht umsonst da gewesen sein, der Aufwind. Wartet mal. Hui! Ja, keine Ahnung, was da oben ist. Ich habe da nichts mehr gefunden. Bin ein paar Mal sogar runtergesprungen und habe versucht, da noch irgendwie dann da runter irgendwie hinzukommen. Oder ich habe auch versucht, da außenrum entlang zu springen, aber irgendwie war da nichts. Vielleicht ist das später wichtig oder ich habe irgendwas übersehen. Aber ich habe mich da jetzt schon ziemlich gründlich umgesehen. Also es würde mich wundern, wenn ich da irgendwas übersehen haben sollte. Aber bei mir weiß man nie. Ich denke aber eher, dass es erst später für eine Quest dann wichtig wird. Genau, und das Lustige ist nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, genau, dass ich von dieser Säule hier auch nach unten kommen könnte. Weil eigentlich soll man ja hier von der Säule aus die Treppe nach unten gehen. Nee, stimmt gar nicht. Eigentlich, das habe ich gar nicht bemerkt, man. Rex, was tust du? Man kann sogar von jeder Säule nach unten gehen. Überall gibt es Wege, die nach unten führen. Das war mir gar nicht klar. Ich dachte, das würde nur von der aus gehen. Soundeffekt auch, hört ihr das? Okay, ich hoffe. Ah, ich komme hier, ich bin stuck. Ne, um Gottes Willen. Das wollte ich nicht. Ich war da einfach stuck. So ein bisschen. Ich konnte nur nach draußen springen. Mann, ey. Aber ich will dann ganz gerne mal hier diesen Weg nach unten gehen. Die anderen Wege nach unten werde ich vielleicht mir auch noch anschauen. Scheiße, ich muss da irgendwo zwischenlanden. Mann, ey. So, okay, hier auf den Felsen landen, dann geht's. Das hier ist halt die unkonventionellste Weise, um nach unten zu kommen. Nicht einfach Treppen oder so, sondern nach unten springen. Immer nach und nach. Und vielleicht kann ich deswegen hier irgendwas finden, wenn ich das jetzt ein paar Mal wiederhole. Mal schauen. Dann wieder auf den Felsen landen. Aber hier, das ist ewig zu tief. Genau, das passt. Und wie gesagt, ich komme so auch nach unten. Warum also nicht? Ah, hier ist nämlich eine Truhe, seht ihr mal, ja. Mhm. Sehr gut. You're all mine. So, einiges an Zeug. Dankeschön. Ich habe heute ein interessantes Team dabei übrigens. Rex, Sieg und Nia. Zweimal Damage Healer und einmal Healer. Alle wollen nicht die Wut auf sich ziehen. Das wird also interessant in den Kämpfen. Wahrscheinlich werde ich wieder wechseln müssen, aber ich habe das Team, glaube ich, noch nie gehabt von den dreien und ich will das mal ganz gerne austesten. So, genau hier am besten landen. Das ist gar kein Problem. Gut. Und dann sind wir sogar schon fast unten. So, Sammel-Items gibt's auch noch. Mhm. Come out, come out. Come out, come out.
Achso, ich habe die Kackklingen auch noch drin. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass gleich nochmal irgendwie Aufwind kommt. Vielleicht gibt es unten Aufwind, der mich wieder nach oben zurückschickt oder so. Deswegen, ich lasse sie mal noch drin. Die aktuellen Klingen. Wenn dann ein Kampf kommt, werde ich hoffentlich daran denken, die auszuwechseln. Wahrscheinlich vergesse ich es eh. Aber vielleicht denke ich auch doch dran. Das überlebe ich, glaube ich, schon, wenn ich da runterspringe. Ja. Doch. Ja, ziemlich sicher sogar. Okay. Und dann könnte ich jetzt schon nach unten. Ja. Yay, endlich sind wir unten. Hat lang genug gedauert. Tami, Tami, Stalagmiten. So, da ich sogar jetzt gleich einen Reisepunkt habe, würde ich sogar jetzt fast wieder nach oben zurückgehen und die anderen Wege auch noch nach unten laufen. Weil ich dann vielleicht auch noch irgendwas finden kann. Boah, und das ist ja so riesengroß hier. Das wird nochmal irgendwie 3 Parts oder sowas dauern, hier die untere Ebene zu erkunden. Also ich hoffe, der Titan lässt sich noch ein bisschen Zeit, bevor er zu weit absinkt. Nemo Book haben wir hier, okay. Aber ja, ich gehe nochmal nach oben zurück, weil ich will die anderen Wege nach unten auch noch zumindest ganz kurz entlang laufen und gucken, ob ich da irgendwas finden kann. Okay, hier ist was. Okay, da darf man, ja, da darf man nicht auf der Eisplattform landen. Ich bin jetzt mal auf der nächsten Insel und bin gleich ein bisschen nach unten gelaufen. Auf der bin ich. Und hab hier jetzt eben direkt meine Truhe gefunden. Treasure acquired. Open up. 7 habe ich, glaube ich, schon. Habe ich aber trotzdem. Schlösserknacken hat quasi jeder bei mir. Jetzt kann ich auch wieder die Klingen zurückwechseln. Moment. You're all mine. Genau, weil Cover zum Beispiel hat Schlösserknacken. Die habe ich gerade mal rausgetan. Jetzt kann ich es wieder reintun. Jetzt habe ich also wieder mein normales Team aktuell drin. So, einiges an Zeug. Viele Splitter vor allem wieder. Mhm. Kann ich mir dann wieder angucken, ob die was taugen. Okay, hier runter. Ja, langsam muss das doch ein bisschen wehtun, oder? Das Ganze runterfallen. Aber das habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, hier wäre es ein bisschen ein normalerer Weg, den man nach unten gehen könnte. Aber nee. Hier muss man auch die ganze Zeit springen. Ich glaube, dann auf der letzten Säule, auf der man eigentlich auch nach unten gehen soll, glaube ich. Das ist dann, in welche Richtung ist die? Keine Ahnung. Aber da ist es, glaube ich, wirklich ein ganz normaler Weg, den man da entlang laufen kann. Durchhalte, habe ich Durchhaltevermögen nicht häufiger? Doch, habe ich doch, oder? Wartet. Wes und Gork haben Durchhaltevermögen. Reicht also, also jetzt habe ich ja Perune rausgetan. Mann, reicht also gerade so. Moment. So, jetzt passt auch Eiselement. Dankeschön. Okay. So, wir graben das aus. Was, oh, eine Schatzruhe. Was dieser Coroela Hoppa da vergraben hat. Was macht er denn mit einer Schatzruhe? You're all mine. So, aber einige Schatzruhen haben wir schon heute finden können. Mit coolem Zeug. Dankeschön. Okay. So, aber ist, der Weg führt immer noch ein bisschen weiter nach unten. Sammelpunkt lasse ich jetzt mal. Ich habe eh schon einige mitgenommen in diesem Part. Das passt. Ja, ja, okay, aber wir sind eigentlich doch schon ziemlich nah am Boden. Also so viel kommt doch nicht mehr. Okay. Nee. Lieber nicht. 4 Gegner, die alle mindestens Level 80 haben. Ach, da muss ich aber sogar hin. Hier geht's gar nicht mehr weiter, okay. Ja, aber die dürfen mich jetzt nicht sehen. Das wäre sonst nicht so toll. Okay. Truthahns sind es einfach, lol. Truthahns auf Level 80. Ja, das ist ja doof. Die stehen auch noch genau mittig. Oder ist ein Eingang sogar. Okay, erstmal nicht gesehen, das ist gut. Das ist hier das Versteck von den Truthahns so ein bisschen. Ja, das würde mich schon sehr interessieren, was da. Das ist ja ein riesengroßer Tempel hier. Würde mich sehr interessieren, was da drin ist. Aber da komme ich, glaube ich, nicht wirklich dran vorbei an der einen Wache da. Ja, Gott. Ich will erstmal nochmal kurz gucken, von wo aus jetzt hier der Weg eigentlich nach unten führt. Okay, hier. Und so komme ich dann auch von hier aus auf die untere Ebene. Ja, von hier aus kann ich jetzt sogar fast schon runterspringen. Genau, hier führt es dann direkt runter. Okay. Aber ja, hier ist so ein bisschen das Territorium der Truthahns. Vor allem eben dieser eine Tempel. Ich versuche mal, ob ich da... Ja, scheiße. Bitte keinen Angriff machen. Mach keinen Angriff. I am ready for anything. Ach, aber die Wache ist jetzt weg. Ah, nice, ja dann. Oh Gott. Wenn irgendeiner einen Angriff macht, der mich trifft, bin ich tot. Ja. Oh, da war nicht mal ein Reisepunkt irgendwo in der Nähe. Mann. Also. Ah, aber da ist... Na, verdammt. Bitte lauf nicht in meine Richtung. Nein.
Scheiße. Ja, vielleicht ist er ja ganz blöd. Ups, that wasn't supposed to happen. Ups. Mann, ich will da aber reinkommen. Aber jetzt holt er doch die anderen her, oder? Jetzt. Ja, vielleicht kann ich jetzt kurz reinsneaken. Ah, ich krieg gleich wieder einen Angriff ab. Ja. Mann, ich will da aber rein. Ich will wissen, was da ist. Und hier ist übrigens das Genbu Schneefeld. Ich versuche jetzt mal von unten mich da rein zu sneaken. Das ist zwar, glaube ich, sogar ein bisschen schwieriger, weil da mehr Tutans unten im Weg stehen. Aber der Reisepunkt ist ein bisschen näher als der obere, weil ich da immer wieder runterfallen muss und das geht so ein bisschen schneller. Also werde ich mal so probieren. Aha, endlich. So, er geht nach rechts. Dann gehe ich nach links. Okay. Da hinten ist auch noch... Geht's irgendwie noch weiter. Aber hier komme ich ja auch an einen neuen Ort. Deswegen gucke ich erstmal hier. Ich muss halt nur aufpassen, dass hier keine... Ach, jetzt checke ich das erst. Ich bin ja vorhin hier runtergesprungen. Ich habe das gar nicht gesehen, dass hier ein Eingang ist. Man kann eigentlich einfach hier durchgehen. Mann, ey. Na gut. Aber ich will jetzt noch gleich gucken, was da hinten dann ist. Weil das sieht so aus, als wäre dann nochmal ein weiterer Eingang oder sowas. Wo ich dann da hinten reinkommen kann. Und da komme ich ja jetzt auch hin. Sobald der jetzt gleich nach unten läuft. Was er hoffentlich tut. Ja, gut. Okay. Weil irgendwas Cooles muss doch hier sein, oder? Ganz bestimmt. So, da kann ich rein, ja. Gehe aber erstmal außen rum. Ah, schade. Ja, okay, Sammelpunkt immerhin. Habe ich mir doch fast gedacht, dass hier irgendwas zumindest ist. Hier auf der Hinterseite. Okay. Aha, und hier ist ein Schatz. Treasure acquired. Mhm. Yay. Gar nicht mal so tolle Sachen. Hat sich das gelohnt, der ganze Aufwand? Naja. Aber jetzt habe ich auch das hier gesehen. Oh, und da ist sogar ein einzigartiger Gegner. Jetzt hier bei der dritten Säule, wo ich jetzt dann den Weg nach unten gehe. Also hier bei dieser. Was eigentlich, glaube ich, auch der gedachte Weg ist, um nach unten zu kommen. Aber ich meine, die sind ja alle drei okay. diese Möglichkeiten. Ich glaube, hier gibt es keinen Weg nach unten, meine ich, bei der Insel. Aber egal. Hier auf jeden Fall. Und einzigartiger Gegner. Der hat nur 42. Ist dafür ein Mensch mit einer Klinge. Ja, Rex, Sieg und Nia ist halt kein perfektes Team. Aber ich probiere es mal. Komm. So, hallo. Put your best foot forward, Rex. Okay, los geht's. Bam, da hoch. Nice, sehr schön. Sogar Schleuder. Mach da mal Licht. Bam. Na also. Dann mal guter Start, okay. So, ich könnte dann gleich Licht, Licht, Wasser zum Beispiel machen. Wenn ich wieder aufstehen würde. Komm. Oh, okay. Also warum ich hätte noch einmal warten sollen. Egal, passt. Nee, warte, ich will nicht Licht Wasser machen, das finde ich besser. So. Obwohl, na. Obwohl Licht, Blitz, Feuer eigentlich auch okay wäre, aber ich mach's trotzdem so. Zack, okay. Nein, Sieg! Fällt Sieg da jetzt eigentlich runter? Ah ne, okay, da geht's eh nach oben, da ist eine Treppe. Okay, alles gut. Ach stimmt, Sieg hat ja auch Wasser, perfekt. Endzeitwitterung! Mann! Das ist so doof. Das ist richtig doof. Ich hasse es, wenn nach einem Quicktime-Event, wo man häufig B drücken muss, noch eines kommt, wo man getimed B drücken muss. Weil ich spam da immer noch. Und krieg das dann immer nie hin. Mann, richtig blöd. Ich fang nochmal mit Licht an und mach diesmal jetzt einen anderen Pfad. Damit wir damit Feuer beenden können. So, okay. Ich habe übrigens Rex mittlerweile. Den. Ach komm. Ich glaube, der hatte wieder Stacheln oder sowas. Weiß nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall Rex mittlerweile den Ausrüstungsgegenstand gegeben, den wir beim letzten Mal beim vorletzten Mal gefunden haben. Wo ihr mir gesagt habt, dass der eigentlich schon ziemlich cool ist. Und finde ich eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, warum ich dachte, dass der nicht so toll wäre. Das ist der, wo ich immer, wenn ich Crits mache, geheilt werde. Das ist eigentlich ziemlich cool, vor allem mit Rex halt. Und Mithra vor allem. Mithra hat ja mega hohe Crit-Rate. Heimer nicht ganz so. Aber hier die anderen Klingen, Rock und Wolfe, haben auch eine recht hohe Crit-Rate. Also Rex macht häufig Crits. Crits. Und deswegen kann er sich dann immer wieder ein bisschen selber hochheilen. Scheiße. Und ist dann gar nicht auf Nia oder so angewiesen. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, so. Zwei Elemente haben wir schon. Mach mal Eis am Anfang, ja. Mal gucken, was da gleich möglich ist. Nebengeworfen, perfekt.
Ah, ich habe übrigens... Scheiße. Ja, ich habe es sogar jetzt ganz gut, dass ich die Eisdinge noch habe. Sitzt hier. Aber obenrum könnten wir sogar auch gehen. Jetzt bin ich doch erstmal tot. Ich habe natürlich wieder vergessen, die Klingen auszuwechseln. Ich hasse das so sehr. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Jetzt kann ich aber gar nicht wechseln. Jetzt muss Sieg dann Wasser voll bekommen, bitte. Komm, Sieg. 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 Ja, okay, machen wir es so. Stimmt, es ist ja auch so. Okay, ich kann damit Rock auch selber winnen. Ja. Das ist halt wirklich so cool. Ich habe mittlerweile so viele verschiedene Elemente, dass ich dann mega viele Variationen habe. Und auch wenn mal einer der Charaktere nicht so kann, wie jetzt Sieg gerade eben, dann hat man noch trotzdem recht wahrscheinlich ein anderer Charakter auch ein passendes Element irgendwie. Und kann dann noch nachhelfen. Das ist ziemlich cool. So. Ach, er ist sogar im Rage Mode, das habe ich gar nicht gemerkt. Was macht der jetzt? Haut der ab? Wo ist Sieg eigentlich jetzt hin? Ist Sieg noch da oben? Was ist das denn jetzt wieder? Oder ist Sieg runtergefallen und deswegen gestorben? Wo ist Sieg denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wo Sieg überhaupt ist. Das gibt's doch nicht. Ja, wir müssen Sieg aber wiederbeleben, sonst kann ich gar keine Chain Attack machen. Ja, ich hätte gerade eben schon eine machen sollen, bevor er an den Rage-Modus ging. Aber ich habe es gar nicht wirklich bemerkt. Wo ist denn Sieg, Mann? Toll. Ja, Nia, mach mal irgendwas, damit du wieder geheilt wirst. Und jetzt nicht mehr wegstirbst. Ja, so viel dazu. Wo ist Sieg denn überhaupt? Das ist ja so ein Blödsinn. Jetzt verliere ich wegen so einem Kack einfach. Beenden mal den Kampf sogar kurz, damit ich schneller weglaufen kann. Ja. Ich hasse es. So ein Bullshit, Mann. Okay. Zwei Elemente habe ich nur draufgehauen, weil er zu früh in den Rage-Modus einfach geht. Das ist so kacke. Ich würde mal schätzen, dass Sieg gerade ganz runtergefallen ist und der ganz unten am Boden irgendwo lag. Das ist so dumm, dass es passieren kann. Naja. So, lass mich nachdenken. Genau, Feuer kann ich safe zerstören, weil Nia und Sieg Wasser haben. Also kann ich eigentlich irgendwas machen. Ich greife sogar nicht effektiv an. Ich lasse mal Rock. Ich habe wieder vergessen auszuwechseln, übrigens, wie man vielleicht sieht. Ich hasse es. Das ist so blöd. ja, dann mach einfach mal. Mach mal Gorg, ja. Gorg muss ich ja auch noch auswechseln. Der ist ja auch eigentlich nicht normalerweise im Team von Sieg. Okay. Wes auch nicht. Dann lass mal hier Boreas. Auch wenn das jetzt nicht ausreicht, glaube ich trotzdem, dass wir danach dann den Kampf gewinnen werden. Weil so viel kann der ja eigentlich nicht, der Typ. Wenn halt keiner von meinen Teamkollegen runterfällt, dann dürften wir es eigentlich schon gewinnen, oder? Ich will doch hoffen. Bam. Pandoria. Okay, aber ich glaube, es reicht sogar einfach so. Schätze ich fast. Okay, weil ich darf jetzt... Jawohl. Ja, wird schon eng. Pyra ist, glaube ich, schon am stärksten. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob... Pandoria habe ich eh nicht. Okay, dann Perun. Ob Perun oder Pandoria stärker ist, wollte ich sagen. Zack. Weil jetzt Boreas nochmal... Boreas ist ja auch ziemlich gut. Komm, jetzt, das reicht doch, oder? Also ich werde es jetzt hoffentlich schaffen. Das ist halt doof, weil ich keine komplette Vernichtung bekommen habe. Aber das würde jetzt wohl reichen, oder? So. Dominance Revolt. Ausgeglichen. Jetzt reicht er gerade allem aus. Jetzt hör es halt auf, hinaus zu zögern, das Unvermeidbare. So, komm, stirb. Alter, Alter. Alter, Alter, ich drehe so durch jetzt wieder. Mach halt jetzt Sieg. Danke. Das war sogar echt noch ein bisschen knapp. Kann nicht wahr sein, hey. Puh. Ich war einfach 6 Level drüber. Und trotzdem hat mir jetzt der ein paar Probleme bereitet, der Typ. Ja, das ist halt wirklich ein bisschen so, wenn die Gegner zu früh in den Rage-Modus gehen und man nicht genügend Elemente auf sie draufhauen kann, dann ist es auch gar nicht mal so toll. Also mir ist es fast ein bisschen lieber, wenn die Gegner zumindest ein bisschen was aushalten und man dann ein paar Elemente zumindest auf sie draufhauen kann. Weil selbst ein Level 42 Gegner, wenn der in den Rage-Modus geht, ist trotzdem gefährlich. Der Rage-Modus ist so blöd einfach nur und das ist wirklich ein ganz anderer Kampf dann, gegen den Gegner im Rage-Modus kämpfen zu müssen. So, Brief an Kasilde. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was für eine Quest das war, um ehrlich zu sein. Aber okay. Was ist das denn? Ich hätte ja gerade eben... Warte mal, ich hätte ja gerade eben auch einen anderen Weg
nach unten gehen können. Das ist gar nicht so einfach, hier alle Wege mitzunehmen, die es so gibt. Wir sind ja jetzt schon recht weit unten und es fehlt gar nicht mehr so viel, bis wir auch hier dann beim unteren Schneefeld angekommen sind. Aber genau, hier hätte ich auch noch nach unten gehen können. Das sieht sogar ein bisschen geheimer aus. Ich gehe erstmal hier entlang. Ah, okay, ja, ein Sammelpunkt. Ja, hätte ich mir sparen können. Naja. So. Kann ich von hier abkürzen? Nee. Dann gehe ich nochmal so zurück. What have we here? Ah, nice. Lumos Podest. Very nice. What have we here? Bin einfach jetzt noch ein paar Meter weiter nach unten gelaufen. Und dann kam hier schon der nächste Reisepunkt. Ich will zumindest auslösen. Oder geht es gar nicht kaputt? Das geht sogar gar nicht kaputt, aber ich rutsche dafür. Um Gottes Willen. Oh, man rutscht sogar übel schnell, wenn man da zu lange... Oh Gott, wenn man da zu lange... Das ist ganz komisch, wie das funktioniert. Wenn man da zu lange drauf ist, rutscht man irgendwann so schnell nach unten, dass man da gar nicht mehr dagegen ankämpfen kann. Ja. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ist da ansonsten noch irgendwas bei dem Eis? Nee, oder? Nee. Ja, obwohl, warte mal, da hinten kann man zumindest noch hin. Hier so. Nee. Vielleicht kann ich das mal irgendwann auftauen, das Eis. Und dann ist da darunter oder dahinter irgendwas oder so. Aber erstmal nicht, okay. Aber jetzt gleich, wie gesagt, bin ich dann wirklich ganz unten. Hier ist sogar gleich eine Quest in der Nähe. Da, der blaue Punkt. Aber hier direkt ist sonst nichts mehr. Und jetzt dann bin ich, glaube ich, wirklich zumindest oben alle Wege abgegangen, die es so gab, die mir zumindest, die ich zumindest gesehen habe. Und jetzt geht es dann so richtig los mit diesem klitzekleinen Gebiet. Wo ich schon auch noch einige Orte sehen will. Da werde ich aber auch wieder sehr viel schneiden, weil es hier bestimmt einige Passagen gibt, wo einfach nicht so viel ist, wo man halt nur ein bisschen entlang latscht. Aber immer wenn irgendwas Interessantes passiert, dann werde ich es euch auf jeden Fall zeigen. Zum Beispiel gleich die Quest. Hier bei Missoulia. Hi. Oh, ein schneidiger Herr. Diese Pracht. Sie berührt mich auf eine Weise, die ich nicht kannte. Das ist kaum auszuhalten. Alles okay. Oh, Entschuldigung. Ich komme so selten nach draußen, dass ich bei so einem Anblick nicht an mich halten kann. Ach ja. Ich schreibe nämlich gerade ein Buch. Darin geht es um schöne Blumen. Eisblumen sollen auch vorkommen. Die wachsen hier in der Nähe. Ich hätte gern welche, aber die Monster... Wenn du möchtest, helfen wir dir. Nicht wahr, Rex? Na klar tun wir das. Du würdest mir helfen? Wenn das mal nicht gute Neuigkeiten sind, dass ich mich einmal mit einem so bezauberten Individuum unterhalten würde. Ich bin wie geblendet. Och, Dankeschön. Die Autorin. Okay. Hört sich bisher ziemlich langweilig an, die Quest, aber vielleicht wird die dann noch später interessanter. Mal gucken, werde ich jetzt nicht aktiv nachverfolgen, aber wenn ich dran vorbeilaufe... Okay, zugegeben, das ist hier ganz in der Nähe. Achso, ich muss halt die Gegner besiegen. Muss ich überhaupt? Vielleicht kann man das schaffen, sich da auch hinzusneaken. Probier das mal. Ja, der eine schaut hin, der rechte. Scheiße. Ja, das geht aber. Moment. Oder man nutzt den alten Despawn-Trick. Yay. Sehr schön. So, das war doch ziemlich einfach. Aber ich glaube, dass das noch nicht war mit der Quest, dass sie da noch mehr haben will. Oder so. Oh, da bist du ja wieder. Hat ja voll lang gedauert, diese Kombination aus Wärme und diesen bezauberten Eisblumen. Ein Fest für die Sinne. Hier, das ist für dich. Moment, ich spüre eine große Welle der Inspiration in mir. Oh je, dieser Blick macht mir irgendwie Sorgen. Okay, warum? Piper, zerbrich dir doch nicht immer so schnell anderer Leute Kopf. Habe ich das richtig vorgelesen? Egal. Warte kurz, bei mir sprudeln die Ideen gerade nur so. Ich würde dich gern belohnen, aber hab bitte etwas Nachsicht. Meine Vision hat Vorrang, natürlich. Danke, sagt Rex trotzdem. Doch nein, das schönste Wesen von Alves darf doch nicht so ganz ohne Belohnung für mich arbeiten. Ich habe ein Zimmer im Gasthaus bei Anastasia oder so in Theosra. Könntest du mich da später mal besuchen? Okay. Ja, ich meine, ich werde ja noch ein paar Mal vorbeischauen in der Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Kann ich dann vielleicht mal noch machen, jetzt wo ich mir schon so ganz aufwendig die Eisblume geholt habe. Mal gucken. Ah, und hier ist der Heimos-Spalt. Bin jetzt einfach mal da so im Nordosten weiter entlang gelaufen. Hier so. Genau diesen Weg. Da habe ich ansonsten nichts Interessantes gefunden, aber jetzt eben dieser Spalt hier. Und ich sehe schon, da oben ist eine Höhle. Ja, da ist irgendwas Cooles. Da würde ich noch vielleicht in diesem Part ganz gerne hin und den Spalt mir noch kurz angucken. Bin ich da einfach tot? Nein, da kann ich entlang laufen. Okay. Hätte ja auch sein können, dass es ein bodenloser Spalt ist. Okay, hier ist der Eingang quasi. In den Spalt, wenn man so will. Ach, hallo.
Nee. Dann lass ich vielleicht doch. Ich kann mal noch hier ans Ende gehen. Okay, da ist ein Sammelpunkt. Aber sonst nichts mehr. Ich sehe zumindest nichts mehr. Okay. Und zum anderen Eingang, wenn man das so nennen kann, vom Spalt kann ich noch gehen. Aber da kann ich mir sowieso auch gleich die Höhle dann genauer angucken. Wo ist die jetzt nochmal da oben dann einfach? Okay, ich sehe aber noch keinen Eingang hier. Doch, jetzt sehe ich ihn. Okay, hier. Da würde ich gerne mal hingehen. Mal gucken, was da ist. Das sind immer fast so die interessantesten Orte. Einfach eine so einzelne Höhle. Mal gucken, was hier ist. Nantuposo. Ah. Wag der Muskulöse. Blutgrotte. Okay. Das ist ein bisschen doof wieder, weil gegen die alle auf einmal ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Jetzt warte mal kurz. Ich kann jetzt mal noch mal kurz... Man kann nämlich Gegner schon andocken. Das wurde einem halt auch vor 100 Jahren beigebracht und dann wurde es nicht mehr erwähnt. Steuerkreuz unten oder oben oder so. Ein Hit! So, zack. Ja. Da kämpfen wir... Ja, hier ist ein bisschen doof, weil ich die KP-Kapseln da nicht einsammeln kann. Komm mal raus. Okay, und los. Geht doch. Aber das... Oh Gott. Wird jetzt trotzdem natürlich nicht mega einfach. Aber zumindest habe ich schon mal gute Startvoraussetzungen. Weil ich nur gegen ihn kämpfe. Und das ist schon mal ganz okay. Mein Team ist halt, wie gesagt, ziemlich scheiße. Komm, mach halt. Hallo? Ich will eigentlich wieder mit Licht anfangen, wenn es geht. Oh Gott, macht das viel Schaden. Okay. Eigentlich will ich nochmal Licht machen. Weil Licht, Wasser ist schon ganz cool. Ich habe mittlerweile jetzt auch die Klingen ausgewechselt. Ich habe dran gedacht, unfassbar. Na, Mann. Okay. Aber der hält anscheinend relativ viel aus, was ich ganz gut finde. Weil ich dann mehr Elemente auf ihn draufpacken kann. Vielleicht schaffe ich dann sogar 4 Stück oder so. Okay. Und dann mit einer Chain Attack dürfte es ziemlich locker reichen. Aber ich muss erstmal dahin kommen. Okay. Ich mach's nochmal Licht. Ja, ich mach's einfach jetzt nochmal genauso wie gerade eben quasi. Jetzt nämlich dann Licht, Blitz, Feuer. Ja. Ah, ich hätte nicht Nier, ich hätte Sieg hergeben sollen mit dem Wasser gerade. Aber es passt schon. Ach, schon, der hat ja auch Blitz. Ja, dann ist besser. Dann mach du. Okay. So, und Piper. Und wir machen einfach gleich. Let's go. Okay. Mhm, sehr schön. Und wir haben schon 2 Elemente auf ihm drauf und der hat noch gar nicht so viel Schaden genommen, was ich ja ganz gut finde. Ja, 4 Elemente könnten drin sein, wenn jetzt die anderen Pfade auch okay sind. Ja, komm. So, ja, Erde, Wind wäre okay. Wasser, nochmal Wasser wäre auch okay. Oder Wasser, Dunkelheit, da geht auch wieder einiges. Muss nur jetzt ein bisschen warten. Beim oberen Pfad kann ich halt leider gar nicht helfen. Ich warte mal, ob die das hinkriegen. Wenn sie es nicht hinkriegen, dann werde ich mit Wolf mit Erde machen. Ja, kannst du jetzt nicht mal zu Chiron wechseln und Wasser machen? Das wäre am besten eigentlich. Ja, Nier ist auch okay, weil er kann ja Dunkelheit machen. Ja, dann mach mal, ja. Okay, er hat sogar jetzt Dunkelheit, perfekt. Und los. Siegenator! Okay, sehr gut. Ja, dann Feuer ist, glaube ich, nicht so gut, weil Feuer habe ich ja schon drauf. Mach mal Wind am Anfang. Was geht da so alles? Jetzt langsam müsste ich mal... Also ich meine, ein paar Pfade weiß ich ja auswendig, aber die meisten halt nicht. Eis ist schlecht eigentlich. Wind ist besser. Ja. Ich mache am besten weit mal. Weil da können wir danach Blitz machen, Sieg mit Pandoria oder Nia mit Power oder ich kann Erde machen. Also ja, okay, Blitz passt. Vielleicht geht's gleich hier in voller Element hoch. Ich brauche nur noch ein weiteres. Dann wird es nämlich auf jeden Fall ausreichen. Ich glaube, 4 Elemente würden schon auch ausreichen. Ja, würde mich schon wundern, wenn es nicht ausreichen würde. Nimm mal Erde noch am Anfang vielleicht.
Weil Wasser hatten wir ja vorhin schon. Das war ganz okay, aber nicht ganz so perfekt. Mal gucken, ob jetzt Erde hoffentlich besser ist. Nein, das ist nicht, weil Blitz haben wir ja schon drauf. Erde haben wir noch nicht, das Einzige. Deswegen muss ich oben rumgehen. Und dann danach halt wieder Wolfig nehmen. Also ich muss alles alleine machen quasi. Okay, ja, aber das kriege ich trotzdem hin, glaube ich. Okay, einfach jetzt schon die Dinger rausspammen, hin und her wechseln. Und dann passt es, glaube ich. Okay, wechseln zu Rock. Der letzte ist der, wo er nach unten geht, glaube ich. Genau, okay, perfekt. Jetzt rausspammen. Und ich habe sogar schon voll. Nice. So, dann machen wir gleich. Let's go. Und dann danach Chain Attack. Vor der Elementbruch und dann stirbt er. Ja. Muss jetzt nur noch dann funktionieren gleich. Bei der Chain Attack. Aber hat doch bisher schon mal gut funktioniert, mein Plan. Okay, ich mach sogar sofort, weil nicht, dass es einer stirbt oder so. Ja, genau, nämlich. Mach Chain Attack jetzt. Puh. Okay. So, aber natürlich müssen wir jetzt ein Element zerstören. Ist klar. Aber Feuer ist drauf und sowohl Nia als auch Sieg haben Wasser. Deswegen kann ich das Feuerelement safe zerstören. Deswegen muss ich auch nicht effektiv angreifen. Und deswegen mache ich das auch nicht. Ja, Rock. So. Achso, bin ich eigentlich dumm? Die Chion ist ja ist ja gar nicht bei Sieg. Ist ja bei Maul. Okay, aber ich kann es trotzdem noch retten. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp. Weil Blitz geht beide Male auf Erde. Okay, ich kann es noch retten. Puh. Puh. Da habe ich einen kleinen Fehler reingebracht. So, aber passt trotzdem. Alles gut. Zack. Huiuiui. So, kann ich eigentlich in der Chain Attack zu Mythra wechseln? Also zwischen Pyro und Mythra geht es? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, es geht nicht, glaube ich. Okay. Ja, aber ich könnte jetzt Blitz sofort schon zerstören. Mach ich das? Ich glaube schon. Ja, machen wir. Ich will halt trotzdem wieder darauf achten, dass ich pro Runde nur ein Element zerstöre, nicht mehr. Nur genau eines. Obwohl das, glaube ich, hier egal ist, weil wenn ich einen vollen Elementbruch habe, dann wird er eh sowas von sterben. Auch wenn ich dann eine Runde weniger habe oder so. Aber trotzdem, sicher ist sicher. So, hier ist gar nichts effektiv, deswegen mach mal Perune einfach. Keine Ahnung. Okay. Du könntest gleich mal Feuer ein bisschen treffen. Will ich das machen? Eigentlich, ich glaube, ich will sogar nicht mehr effektiv angreifen. Nee, weil egal, was ich von den anderen treffe, es wird trotzdem, glaube ich, immer funktionieren. Glaub. Ja, nicht 100%. Ich habe aber schon ziemlich sicher. Ja, mach mal dann Cover einfach. Ah, okay, ich habe Feuer getroffen. Das passt, dann kann nämlich Mia gleich einfach dann nochmal Wasser machen und dann Feuer safe zerstören. Deswegen muss auch Rex wieder nicht effektiv angreifen, weil ich ja sicher eins zerstören kann. Deswegen macht er einfach wieder irgendwas, Rock darf. Okay, wird sogar wieder Feuer getroffen. Sie kann sowieso nicht effektiv angreifen. Asami darf man hier. Okay. So, und dann kannst du eben Feuer kaputt machen. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt Wassersafe zerstöre. Das wäre schlecht, weil dann würde Dunkelheit auch zerstört werden. Ja, genau, es ist so, es wird immer eines zerstört. Auch wenn ich jetzt nie effektiv angreife. Die sind ja beide schon einmal getroffen. Und irgendeines von beiden werde ich zweimal treffen können. Ja, das geht genau auf. Perfekt, ja, dann darf Wolfric nochmal. Aber nicht effektiv angreifen, auf jeden Fall, genau. So, er trifft. Bam, Wasser, ist okay. Dann Pandoria. Wenn sie Wasser trifft, ist schon kaputt. Wenn sie Dunkelheit trifft, dann kann er dann hier danach irgendeins von beiden machen. Bam, okay, genau. Egal, was Nia trifft, es passt trotzdem. Pandorias. Ja, so ist perfekt gewesen. In jeder Runde genau eins zerstört. Bam. So, und jetzt das letzte auch noch. Pyra. Endlich darf sie auch mal. Gab es. Komplette Vernichtung.
Ah, es war sogar jetzt keiner. Das ist ja interessant. Ist es wirklich unterschiedlich? Hm. Vielleicht ist es sogar so, weil wo das zum ersten Mal vor einigen Parts irgendwie vorkam, der volle Elementbruch. Da haben auch einige von euch, waren sich nicht sicher, ab wie vielen Elementen der volle Elementbruch stattfindet. Und das scheint von Gegner zu Gegner oder von Situation zu Situation unterschiedlich zu sein. Weil das waren schon mal 5, wo ich das geschafft habe. Ziemlich sicher. Das waren keine 6, das waren 5. Also es reichen nicht immer 5. Es kommt drauf an. Aber worauf kommt es denn an? Das wird mich interessieren. Naja, aber passt ja trotzdem. Komplette Vernichtung haben wir hinbekommen. So. Na, ich darf sogar nochmal jetzt. Ja, komm, egal. Blazing Edge! Der ist eh schon so. Warum bewegt er sich da eigentlich noch? Der Gegner. So, Perun. Zack. Und, hier, Drawmark. Ist ja eh egal. Okay, sehr schön. Gut, den haben wir aber richtig ordentlich fertig gemacht, den Kollegen. Ich hab's gesehen. Ich war dabei. Okay. Jetzt will ich aber, ich werde gleich den Part beenden. Ich will noch ganz kurz gucken, ob hier in der Höhle noch mehr ist. Also noch eine Truhe oder sowas, die bewacht haben. Bis auf den einzigartigen Gegner. Jetzt werde ich eventuell von denen gesehen. Ah, da ist nämlich noch eine Truhe, ja. Die will ich mir auch noch gerne holen. Ja, Konzentration geht. Ja, geht. Perfekt. So, haben wir doch in dem Part einiges gefunden und einiges mitgenommen. Aber dann würde ich jetzt eben schon mal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal werden wir dann hier die untere Ebene von Tentel noch weiter erkunden. Und das wird eben, glaube ich, immer noch ein bisschen dauern. Ich glaube nicht, dass wir dann im nächsten Part schon fertig werden. Ich versuche jetzt erstmal am Anfang, glaube ich, außenrum zu laufen und dann eher danach noch, wenn ich den kompletten Rand quasi abgelaufen bin, dann auch in der Mitte ein bisschen was zu entdecken. Aber es gibt hier, glaube ich, noch einiges zu entdecken. Und deswegen gibt es hier dann auch noch einiges für uns zu tun. Interessant übrigens, dass hier auch Blut ist. Ist ja auch die Bluthöhle oder so. Das ist ein ganz cooles Detail. Aber ja, dann werden wir uns eben hoffentlich beim nächsten Part wiedersehen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal.